Jetzt ist er hier. Noch einmal schönen guten Abend, der FPÖ-Parteichef und Clubobmann Herbert Kickl. Das können Sie ausschließen, Herr Tür, ehrlich. Weil möglicherweise bin ich eigentlich nicht wirklich da. Und das ist das eine. Das zweite ist, wenn irgendjemand in diese Richtung nachdenkt, ja, und dass wir also hier sozusagen einen schönen guten Abend haben, Herr Tür, dann glaube ich, dann ist das keine gute Entwicklung. Aber Herr Kickl. Bitte schön. Aber Sie sind ja hier. Nein, es stimmt nicht. Einfache Mathematik. Herr Tür, ich bin nicht hier. Doch. Nein, das ist falsch. Das ist ja absurd. Mutmaßlich. Das muss ich Ihnen eines sagen. Das ist nichts anderes als eine haltlose Behauptung. Ja? Gibt es ja erhebliche Zweifel? Also bitte. Also das glaube ich nicht. Sie sagen, Sie sind nicht da. Ja, das ist es ja. Aber warum eigentlich? Ja, warum? Hauptsächlich, weil ich kann. Sie haben Ihren Auftritt für die Sendung aber nicht abgesagt. Ja, darf ich, aber auch, ist auch gut so. Dürfen Sie nicht? Ja. Nein, das ist falsch. Herr Kickl. Was ist denn? Frage, wo sind Sie jetzt? Ja, ich habe das schon wiederholte Male gesagt. Jetzt bin ich wieder beim unsauberen Journalismus. Und jetzt sage ich Ihnen eines. Sie werden mir recht geben. Ich bin selbst gar nicht da. Haben Sie alle kapiert? Nein. Wieso nicht? Okay, gut. Nein, gut. Offenbar nicht. Wir wollen es halt nicht zur Kenntnis nehmen. Die Frage war, wo sind Sie? Ist das? Wo steht Herbert Kickl? Herr Tür, ich bin im Dachsteinbereich irgendwo am Berg an der Spitze, ja, und ich bin auch gleichzeitig in den USA. Ja, und gleichzeitig bin ich jetzt wirklich auch in Wien. Und ich bin sozusagen leider, sage ich, was mich manchmal fast ein bisschen beschämt, auch gleichzeitig in Innsbruck. Ja, und um dem Ganzen noch eins draufzusetzen und natürlich auch wieder sozusagen gleichzeitig im Salzkammergut, das dürfte Ihnen auch entgangen sein, in einem, weiß ich nicht, in einer Wohnsiedlung oder in einem Haus, wo mehrere Wohnparteien drinnen sind. Das ist ja und über sozusagen nur nicht da. Also hier bei Ihnen, ja, und beim Untersuchungsausschuss. Da bin ich natürlich auch nicht wirklich. Wissen Sie, das heißt sozusagen, ich kann überall gleichzeitig sein und ich brauche gar keine Genehmigung, gar nichts. Ja, das kann die Lösung sein, Herr Tür. Aber an dieser Erzählung, die Sie jetzt getroffen haben, das ist ja ein Irrweg. Jetzt sage ich Ihnen eins, das ist super, das ist Wahnsinn, sehr fein, das ist Wahnsinn. Wahnsinnig. 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 Ja, ganz besonders wahnsinnig und von allen guten Geistern verlassen, quasi in meiner eigenen Welt. Da bin ich, das gebe ich zu. Ja? Das ist zumindest die Befürchtung. Aber jetzt, ich glaube, dass die Bevölkerung jetzt wirklich auch, die Zuseher, dass die ein Recht haben auf eine vollständige Antwort von mir. Und ja. Eine Antwort ist dann zu Ende, wenn ich mit dem letzten Satz fertig bin. So würde ich das sehen, oder? Ja. Sagen Sie Ihren Satz, aber dazu muss man noch einen klarstellen. Nein, aber das ist ein entscheidender Punkt. Ich habe mit großem Erstaunen festgestellt, dass ich, glaube ich, eigentlich ja, gar nicht hier bin. Gut, aber daran gibt es ja erheblichen Zweifel. Ja, dann bin ich jetzt zum Beispiel halt gerade, sagen wir vielleicht irgendwo auf den Philippinen, ja, und da ist auch, das ist auch eine Position, wo ich sage, das ist notwendig, nicht als Dauerlösung, aber vorübergehend. Ja, und was wird jetzt die Konsequenz sein? Dass man nämlich formal sehr wohl irgendwo sein kann. Man kann zum Beispiel auch in Cannes sein, Herr Tür. Das heißt aber noch lange nicht, dass man hier sozusagen auch wirklich ist. Und das ist auch ein entscheidender Punkt. Und dazu ist nur ein Freiheitlicher in der Lage. Jetzt muss man den Leuten sagen, das gilt natürlich nur für Menschen der Freiheitlichen Partei. Ja? Das funktioniert nicht bei jedem. Und diese Menschen können dann in ganz Europa reisen? Nein. Die können nicht in ganz Europa reisen. Die reisen quasi durch die ganze Welt. Phänomenal. Ja. Aber wir wollen ja Ihre Position verstehen. Noch einmal, ja, das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, das ist das Konzept für die Zukunft. Man muss hier neue Prioritäten setzen. Und meine Idee wäre es, dass man mal schaut, wo wir gewesen sind. Wissen Sie, wo ich gerade war? Dann sollte man jetzt ganz, ganz ruhig sein. In Helsinki? Nein, es stimmt nicht. In Bern? Nein. Am Berg? Wieder einmal auf dem Berg? Nein. Sondern ich war gerade in Spanien gemütlich am Meer. Nein. Und dort habe ich mich gehoben, mit Wein bedanken können. Ja, ich bin natürlich durchaus auch schon irgendwie direkt jetzt wirklich ein bisschen im Öl. Und Herr Tür, nein, das war sicher keine Falle. Gut, Sie haben heute sogar schon Wein gekippt. Also, Wein. Aber ehrlich gesagt, im Übrigen auch ein wenig Sturm. Ja, und noch dazu schon vorher Weingeist, glaube ich, war das, weil Sie damit etwa 30-50% abdecken können. Also das war in dieser Situation einer besonderen Belastung eine Möglichkeit, mit der man quasi hier gegensteuern kann. Ja, und jetzt komme ich wieder quasi hier zurück. Sehen Sie? Und jetzt schließt sich der Kreis. Jetzt sind Sie wieder da.
Schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Sie reden hier von der Vergangenheit. Bin ich jetzt schon wieder weg. Also da waren Sie schon. Ja, ich würde aber gerne. Das war ja sozusagen ein Sekündchen. Wir würden gerne Ihre Positionen verstehen. Ich sage es Ihnen ja. Das habe ich Ihnen ja gesagt. Das, ist das haben Sie in der Vergangenheit ja auch immer wieder gesagt, Herr Kickl. Und Sie haben das vor der Wahl. Lassen Sie mich bitte kurz die Frage fertigstellen. Warum sollte man glauben? Herr Thür, ich habe Ihnen gerade versucht, den fundamentalen Unterschied zwischen hier sein und nicht hier sein zu erklären. Ja? Und Letzteres strebe ich an. Genau aus diesem Grund, weil ich gesehen habe, dass es notwendig ist, Dinge, die man eben nicht so gerne hat, zu verhindern. Das ist ja der Punkt. Da geht es ja nicht um meine Eitelkeit, sondern wenn Sie der Herr Thür oder der ORF einladen will. Ja, dann wären wir bei Leuten wie Ihnen, dann geht es um Leben und Tod. Das ist einmal ein großes Problem. Ja? Aber warum? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier ein Fremdkörper bin. Aber jetzt noch etwas, weil Sie da so besonders kritisch sind. Und jetzt bin ich wieder beim sauberen Journalismus. Jetzt frage ich Sie einmal, wo sind denn Sie eigentlich genau? Herr Kickl, Herr Kickl, noch einmal, ich stelle hier die Fragen. Wo sind Sie in Österreich? Also Herr Thür, ganz ehrlich gesagt, das geht mich genau gar nichts an. Am Traunstein? Naja, dieses Gebiet kenne ich recht gut. Okay. Das ist schon ziemlich weit weg. Herr Kickl, wir sind ja nicht bei Jeopardy, nicht der Gast stellt die Fragen, ich stelle hier die Fragen. Aber das ist der Punkt, weil jetzt bin ich bereit. Okay, ich bin jetzt bereit, weiß nicht, und jetzt bin ich wieder da, Herr Thür. Bleiben wir gleich dabei? Nein, weil jetzt bin ich schon wieder weg. Das ist hanebüchern. Ja, das ist so. Mhm. Würden Sie heute nochmal kommen oder nicht? Nein, Herr Thür, ein bisschen Geduld müssen Sie schon haben. Dann komme ich noch einmal, ja, da können Sie davon ausgehen. Ja. Wollen Sie es versprechen? Nein. Ich bin aber in der Zwischenzeit schon wieder in Ungarn bei der Rechte Hand Pfleger gewesen. Ja, so. Und jetzt bin ich wieder wirklich da, sozusagen wieder zurück. Leider, sage ich dazu, leider. Und das ist erstaunlich, wie schnell das geht. Aber das heißt auch, ja, wir haben alle darunter zu leiden. Ja. Hm. Und dass man hier ist, sozusagen, heißt aber natürlich dann auch, es hier nicht mehr zu brauchen. So in etwa, ja. Aber wenn es nach uns Freiheitlichen geht, dann, Herr Thür, dann verlassen Sie auch mit Ihrem Unternehmen und mit Ihrem Betrieb dieses Land, weil dann sehen Sie keine Zukunft mehr und haben keinen Anlass zum Optimismus. Das haben Sie sich selbst zuzuschreiben, das haben Sie sich heute erarbeitet. Aber ja. Also ich weiß nicht, ja. Ich versuche, Ihre Positionen zu verstehen. Glauben Sie, verstehen das Ihre Wählerinnen und Wähler? Ich weiß gar nicht. Gefühltermaßen ist, glaube ich, die Bilanz ist eine desaströse, eine katastrophale. Ihre Positionen aber reden. Das verstehen die Leute, das wissen die ja. Warum machen Sie das? Das verstehe ich tatsächlich nicht. Warum haben Sie das gemacht? Ja, entschuldigen Sie, ist es verboten, nein, für jemanden zu reisen? Ja, entschuldigen Sie. Ein bisschen uncharmant vielleicht. Jetzt sage ich noch einmal. Ja, sage jetzt einmal salopp. Ja, wie geht das Ganze weiter? Ja, keiner hat sich nicht recht entscheiden können. Wird man oder doch nicht? Sie können sich an das alles erinnern. Ja, Ich hätte aber noch eine Frage. Sie sehen, aber Sie sind doch selbst hier. Wie passt das zusammen? Das ist letztendlich gar nicht wahr. Tatsächlich? Ich sage mal, wir kommen ja nicht über Nacht und an einem Tag. Wir wollen Sie ja näher kennenlernen. Es ist ja ganz interessant. Bringen Sie mich jetzt nicht in Verlegenheit. Und jetzt sage ich Ihnen noch etwas. Vielleicht verstehen Sie es dann besser. Also, das ist eine ganz eigene Sache. Ich bin ein wunderschöner kleiner Mann. Ja. Und Sie sind der Nerd, nicht ich. Nein, wir wollen ja bei Ihren Positionen bleiben. Und noch dazu über Nacht. An einem Seil zusammengebunden, gekoppelt, verwoben, verwachsen und verflochten. Das ist ja ein beliebtes Spiel. Und dann sind Sie bald in einem Ausnahmezustand. Ich meine, wir werden hier ein Privatissimum abhalten. Eine Übereinkunft, wir machen eine Postpartie. Da wäre ein gutes Gefühl, ja, Herr Thür. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass hier auch was weitergeht. Das ist so gesehen sehr, sehr spannend. Wollen Sie? Ja, ich bin dabei. Wollen Sie das jetzt oder wollen Sie das nicht? Ich will gar nichts, ich will Ihre Position verstehen. Aber der muss sich verantworten. Ganz vehement widersprechen. Da müssen Sie aber selber lachen, oder? Na. Offenbar nicht. Ja. Also, Herr Thür, wenn das so wäre, ja, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann wäre es vielleicht gescheiter gewesen, wenn ich geblieben wäre. Ja, zu Ihnen oder zu mir. Das ist ja immer die Frage. Aber ja, ich glaube, der Punkt ist angekommen. Aber entschuldigen Sie bitte, Sie haben wirklich kein Interesse daran. Nein, nicht unbedingt. Nach wie vor. Ja, warum soll ich mich dann bemühen? Ja, dann dürfen Sie sich nicht wundern, dass am Ende nichts herauskommt. Das ist das Problem, vor dem wir stehen. Diese Punkte haben wir schon angesprochen. Ja, ich würde gerne noch bei den Umfragen bleiben. Aber das wäre auch etwas Interessantes für Sie, nur zur Anregung, wenn Sie gern quer unterwegs sind. Das ist dann auch oft eine interessante Erfahrung. Ganz besonders intensiv. Ehrlich? Das ist jetzt sehr auffällig. Jetzt noch einmal. Jetzt müssen Sie gar nichts. Also,
sag ich mal, ansonsten haben Sie ja meine Nummer, hoffe ich zumindest. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass Sie mich vielleicht ein bisschen spannen lassen. Hilfe, Sie finden es offenbar okay. Mit Sicherheit, Sie sind ganz groß und auch, ich weiß nicht, naja, schon ein bisschen dick. Nein, selbstverständlich nicht. Sie, natürlich, nein. Wieso nicht? Okay, gut. Nein, Sie sind ein bisschen dick. Nein. Ja, dick. Aber Herr Tür, ich selbst, ich bin wunderschön, aber dafür möglicherweise ein bisschen kleiner. Ganz kurz. Das finde ich mit Sicherheit nicht. Da muss ich jetzt schon widersprechen. Das ist ja immer das, was man mir unterstellt. Das war jetzt nicht die Frage. Sie sind ja kurz. Nein. Doch. Ach Gott, Herr Tür, jetzt sind Sie mal ganz ehrlich. Gern, Herr Kurz. Wie haben Sie mich gerade genannt? Habe ich richtig gehört? Sie sind ja kurz. Nein, das ist das Letzte. Herr Kurz, sicher, das können Sie nicht einfach wegwischen. Jetzt sage ich Ihnen eins. Sie sind fundamental bösartig. Aber Herr Kurz, das ist ja richtig und wichtig. Das ist nicht mein Name. Mit dem habe ich nichts zu tun. Das, was Sie da jetzt machen, ist nicht sauber. Gut, aber Herr Kurz, Sie haben nicht dick genannt. Es tut mir leid, ich weiß nicht, da geht es um die Frage, wer von uns beiden hat das Übergewicht. Und Herr Tür, wenn ich überhaupt irgendetwas bin, dann bin ich Tür. Ja, Tür. Na. Weil vom Körper her bin ich eigentlich nicht wirklich kurz, sondern Tür. Herr Tür, also wäre ich dann tatsächlich Herr Tür, was ich interessant finde. Sie haben nach aller Regel wahrscheinlich eher viel mehr mit Kurz gemeinsam als mit mir. Ja gut, dann heißen Sie für mich von jetzt an Herr Dick. Das ist ja gemeint. Und jetzt sage ich Herr Dick, Sie sind dick. Herr Kickl. Was denn? Was ist denn? Haben Sie es dann? Oh.